The Walking Dead, Dead City steht quasi in den Startlöchern, beziehungsweise am 18. Juni wird es veröffentlicht, zumindest in Amerika. Wie es in Deutschland so ist, ob wir es dann auch schon dann streamen können, nur auf halt Originalton, kann ich tatsächlich gerade gar nicht so genau sagen, habe ich nicht so gefunden. Wenn ihr es wisst, schreibt es gerne in die Kommentare. Nichtsdestotrotz gibt es momentan schon sehr viele Clips, die zeigen, dass es schon anscheinend Ausstrahlung von der ersten Episode irgendwo gegeben hat, weil wir sehr viel von der Serie schon ein bisschen im Internet kursieren sehen haben. Aber darum soll es heute tatsächlich nicht genau gehen, denn heute erzähle ich euch ein paar kleine Dinge, die ihr vor Dead City wissen müsst, beziehungsweise wissen solltet. Einfach mal so ein kleines Review, Throwback zu den letzten Ereignissen in The Walking Dead, damit ihr quasi nichts wirklich verpasst, wenn ihr jetzt schon länger kein The Walking Dead mehr geguckt habt und Dead City jetzt demnächst anfängt. Und damit heiße ich euch erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Couchtime. Ja, wie gesagt, ne, Dead City, das Negan und Maggie Spin-Off und wie gesagt, es startet quasi, also Zeitpunkt des Uploads des Videos, morgen glaube ich, wie gesagt, zumindest in Amerika, und hier gibt es jetzt einfach mal ein bisschen Wissenswertes, ein paar Theorien bzw. ein paar Anhaltspunkte, die man tatsächlich, die good to know sind für Dead City. Fangen wir einfach mal mit dem ersten Punkt an, und das ist der gute Negan. Die letzten paar Sachen, die wir über Negan gesehen bzw. mitbekommen haben, sind halt zum einen, er hat sich bewährt als gutes Mitglied in dieser ganzen Truppe, er hat sich mehrfach bei so vielen Leuten entschuldigt, er hat sich vor allem bei Maggie entschuldigt, hat quasi um Gnade gebeten bzw. um Vergebung gebeten und vor allem versucht er von allen so gut es geht akzeptiert zu werden, wie es nur halt möglich ist. An manchen Ecken ein wenig schwerer, an manchen Ecken hat er da tatsächlich gute Erfolge geleistet. Nichtsdestotrotz gehört er immer noch nicht so wirklich zur Gruppe und das ist für ihn jetzt auch gar nicht mal so extrem schlimm, denn wie wir ja wissen, er hat eine Frau und kommend ein Kind. Wo ich mir schon die Frage stelle, wird das überhaupt irgendwie in dieser Serie irgendwo angeteased, beziehungsweise zumindest angesprochen, weil ich fände es sehr, sehr komisch, wenn Negan einfach so da wäre und nicht mehr über seine Frau oder sein Kind reden würde. Ich denke, da wird was kommen. Vielleicht einfach nur ganz kurz angekratzt, vielleicht aber auch ziemlich groß ausgelebt. Das, ne, aber gut zu wissen, er hat ein Kind und halt eine Frau. Potenziell hat er ein Kind, das könnte schon geboren sein. Ein großer wichtiger Punkt ist, Negan ist trotz seiner Entschuldigungen und seines, naja, besseren Lebensstils, nenne ich es mal, weiterhin ein Arschloch. Und das ist auch gut, weil Negan muss ein Arschloch sein. Aber wie gesagt, nichtsdestotrotz möchte er dazugehören. Und vor allem möchte er sowohl Maggie als auch Herschel, also den kleinen Herschel, irgendwie nicht mal direkt auf seiner Seite haben, sondern einfach, er möchte gerne, dass die beiden ihn mehr oder weniger akzeptieren, so halbwegs. Oder zumindest ihm, naja, wie gesagt, ein bisschen vergeben. Oder so. Aber vor allem, und das ist, glaube ich, mit der größte Punkt, er möchte seine Savior-Vergangenheit hinter sich lassen. Was ein sehr, sehr großer Punkt ist und was auch ein wichtiger Punkt in Dead City sein wird, wie wir jetzt mittlerweile erfahren haben. Denn wir haben ja auch im ersten Teaser-Trailer gesehen, da hat irgendwer ein Kopfgeld auf den guten Negan angesetzt. Und ich denke mal nicht, dass es sein wird, weil der jemanden damals in seinem Sportunterricht, da er damals Sportlehrer war vor der Apokalypse, da jemandem 6 gegeben hat. Ich denke, dadurch wird dieser Steckbrief nicht entstanden sein, sondern das wird was mit den Saviors zu tun haben. Auf den Punkt komme ich gleich noch kurz zu sprechen. Gucken wir uns aber jetzt mal Maggie und ein bisschen auch Herschel an. Punkt 1, Maggie und vor allem auch Herschel, aber eher Maggie, verzeiht Negan nicht und sie hat ihm auch noch nicht verziehen und sie wird ihm wahrscheinlich auch niemals wirklich verzeihen. Sie hat gesagt, es wird einige Tage geben, da hasst sie ihn und es wird Tage geben, da wird sie um seine Hilfe vielleicht bitten und wird auch mit ihm reden können. Ne? Aber grundlegend, sie kann ihm noch und will ihm auch nicht vergeben. Bedeutet, zum Teil hasst sie ihn halt und das gleiche tut Herschel halt auch. Er hasst ihn ja auch und das könnte vielleicht sogar noch einen interessanten Punkt in dieser Serie geben, weil dieses Hassen von Negan auf einem jungen Kind, Teenager, Kleinkind, ne, jung, ne? Der vertraut dem halt auch nicht so wirklich. Das ist ein Punkt. Also ich stelle mir jetzt gerade einfach so eine Szene in Dead City vor. Herschel ist da irgendwo und Negan ruft seinen Namen und Herschel sieht Negan. Ich würde meinen Arsch drauf verwetten, dass Herschel nicht zu Negan rennen wird, um in die Arme zu springen und zu sagen, ach danke, dass du mich gerettet hast. Ich glaube eher, er würde die Richtung in riesiger Walker-Horde nehmen. So, kommt's aber jetzt mal kurz auf den Standpunkt zu sprechen. Herschel und Maggie befinden sich Ende der Originalserie, also Ende Staffel 11, augenscheinlich mal noch im Commonwealth, beziehungsweise halt irgendwo Alexandria, irgendwo da in dieser Gegend, ne, so in diesem Hauptzentrum von The Walking Dead, der Hauptserie. Jetzt kommt's aber zu einem kleinen Punkt, und zwar die Entfernung, grob geschätzt, von Alexandria, also dem echten Standpunkt in den USA, bis nach Manhattan ist ca. 1487 Kilometer. Grob
So ungefähr. Und da stellt sich mir eine Frage, wie sind die so weit nach in Richtung Manhattan gegangen, dass es sich für den großen neuen Bösewicht ergeben hat, Herschel zu kidnappen? Da bin ich sehr gespannt, weil das Einzige, was wir natürlich so wissen, Maggie ist halt auch viel mit Herschel einfach alleine, beziehungsweise halt mit ihrer kleinen Gruppe auch einfach mal so durch die Gegend gestriffen. Ne? Kann natürlich sein, dass sie sich gedacht haben, kommt, Abfahrt, wir ziehen hier mal durch und wandern nochmal ein bisschen. Dann wäre aber die nächste Frage, wie wird Negan so kurzfristig in das Ganze reingezogen? Wie gesagt, diese Entfernung, die macht mich noch ein bisschen stutzig. Das wird sehr interessant und hoffentlich wird es auch irgendwie gut erklärt. Wie gesagt, warum sind also 1000 Kilometer? Das ist halt schon eine Ecke so. Das ist halt ein bisschen was. Aber wichtig zu wissen ist auf jeden Fall, Negan ist definitiv irgendwo im Bereich um Alexandria rum, sage ich mal. Also da irgendwo im groben Bereich. Wie gesagt, bei Maggie und Herschel kann es natürlich auch sein, dass die einfach mal durch die Gegend gelaufen sind und einfach weitergezogen sind. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, wie spielt dann Negan in die ganze Sache mit ein? Und jetzt kommt es zu einem anderen Punkt, denn die Frage hatte sich damals bei mir bei der Trailer-Reaction gestellt. Wieso nimmt Maggie Negan mit? Warum gerade ihn? Das ist so eine gute Frage gewesen und darauf gibt es jetzt mehr oder weniger eine Antwort. Denn der Bösewicht, dessen Namen wir auch mittlerweile kennen, The Crow oder Croat oder irgendwie so, hat bei der Entführung von Herschel ein Lied gepfiffen, nenne ich mal. Und das war halt das typische Savior-Pfeifen. Bullshit. You know him. When he scaled our walls, had us surrounded in the dark. Right before he took my son, do you know what he did? That rings a bell, doesn't it? Dementsprechend ist Maggie zu Negan gegangen und hat gesagt, Jung, da hat jemand mein Kind entführt und er hat die gleiche Pfeife angewandt wie du. Und übrigens, hier ist auch der Steckbrief mit deinem Gesicht drauf. Wie gesagt, erklärt trotzdem nicht, wie sie so nah beieinander sind, wenn Herschel in Manhattan und die in Alexandria, also oder im Bereich um Alexandria. Also nagelt mich jetzt nicht auf Alexandria fest, das ist nur so eine grobe Anpeilung. Ne? Also das erklärt es noch nicht so ganz. Da bin ich sehr noch gespannt. Aber wie gesagt, der Grund, warum Negan dabei ist, The Crowd hat irgendwas mit Negan bzw. den Saviors zu tun. Und darauf gehen wir jetzt mal ganz kurz ein. Vorab möchte ich euch aber mal kurz hier vielleicht auffordern, etwas zu tun. Und zwar schreibt doch gerne mal einen Kommentar. Jetzt fragt ihr euch, was will denn der Typ für einen Kommentar? Ja, ich habe geplant, ich würde gerne noch mal eine Folge von Couch Comments machen. Habe ich ja schon mal gemacht. Ihr fandet es sehr, sehr geil. Und jetzt wäre es wieder soweit. Schreibt mir doch gerne mal irgendwelche Fragen. Ist scheißegal, was wir fragen. Die können mit Filmen zu tun haben, die können mit meinem Privatleben zu tun haben, die können mit Serien zu tun haben, die können auch mit Musik zu tun haben, mit Games, alles. Jegliche Fragen, die euch in den Kopf schießen, schreibt sie gerne mal in die Kommentare, packt davor gerne Hashtag CouchComments oder danach oder so, damit ich das besser rausgefiltert bekomme. Das werde ich dann sammeln, werde ein Video rausmachen und dann wird euer Kommentar wahrscheinlich da auch drin vorkommen. Werde dazu einen Community-Beitrag machen, aber nichtsdestotrotz, hier könnt ihr gerne schon mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Ich nehme alle Fragen entgegen. Danke schon mal im Voraus. So, geht's zu dem weiteren wissenswerten Punkt, wie gesagt, The Croat, Croat. Croat, also C-R-O-A-T, auf Deutsch übersetzt heißt halt Kroate. Also, ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt, dass es ein Kroate ist. Möglicherweise. Keine Ahnung. Ich bin mir auch nicht sicher. Ich meine nicht herausgelesen zu haben, dass es ein Comic-Charakter ist. Kann ich mich auch absolut verlesen oder überlesen haben. Nichtsdestotrotz wissen wir nicht viel über den Typen. Tatsächlich. Wir wissen, dass er der Entführer von Herschel ist und dass sein, ich sag mal, seine Base, seine Gruppe, seine Gruppierung in Manhattan ist. Das sind die Sachen, die wir Fact wissen. Eine Sache, die wir, wie gesagt, auch wissen, beziehungsweise die uns Maggie ja gesagt hat, und zwar, er kennt das Five-Symbol der Saviors und somit auch Negan. Dementsprechend kennt er auch augenscheinlich Negan. Wie gesagt, ich sage augenscheinlich, da komme ich gleich noch drauf zu. Aber er wird irgendwo im Kontakt mit den Saviors gewesen sein. Ist halt jetzt nur die Frage, warum hat er so einen Groll gegen Negan und warum will er ihn töten und warum gerade entführt er Maggies Sohn? Die Wahrscheinlichkeit, dass Maggie auf den Typen, der ihren Mann und den Vater ihres Sohnes getötet hat, zukommt und sagt, hey, guck mal, die haben meinen Sohn entführt, lass mal drüber gehen, damit der The Crowd halt Negan zu fassen kriegt, eigentlich ist es sehr dumm. Also, Maggie könnte jeden fragen, theoretisch. Wäre dann natürlich nicht bei der Entführung das ikonische Savior-Pfeifen gewesen. Jetzt kommt's aber zu dem Punkt, den ich gerade meinte, dieses augenscheinlich kennt er Negan. Es gibt ja nun mal einfach mal eine Theorie, beziehungsweise ein Fakt, und das meine ich, wurde sogar in The Walking Dead selber mal von Negan oder zumindest von einem der Saviors gesagt. Und zwar gibt es die Savior schon länger als Negan als Anführer. Also bedeutet, die Saviors gibt's, was weiß ich, schon 10 Jahre,
Negan ist aber erst 5 Jahre dabei. So, eine meiner Theorien wäre in dem Fall, dass The Croat vielleicht vorher der Anführer der Saviors war. Dann kam Negan. Negan hatte ein Problem mit dem, hat ihn weggeschickt. Was zwar sehr untypisch für Negan wäre, er hätte ihn wahrscheinlich eher getötet. Vielleicht ist er aber irgendwo geflüchtet und dementsprechend hegt er so seinen Groll. Andere Theorie wäre natürlich, er ist mit denen in Kontakt gekommen und der hat jemanden getötet, der sehr wichtig für ihn ist, seine Frau, sein Kind, etc. Mir gefällt tatsächlich die Theorie, dass er früher mal der Anführer der Saviors war, irgendwie ein bisschen mehr. Aber das wäre so die Möglichkeit. Auf jeden Fall, Fakt ist, wie gesagt, er hat Herschel entführt. Er kennt die Saviors auf jeden Fall. Potenziell auch Negan, weil er ja nur einen Steckbrief hat. Aber halt vielleicht auf eine andere Weise, als wir es jetzt vielleicht denken. Und der lebt in Manhattan und hat da wahrscheinlich auch eine sehr, sehr große Armee. Also keine Armee, aber halt eine Verbündete. Viele Verbündete. Gut ausgerüstete Verbündete, die auch augenscheinlich ja einen Krieg gegen einen Untergrund führen. Das haben wir auch gesehen in dem Teaser-Trailer, dass es Leute gibt, die gegen diese Leute kämpfen. So, das sind so die wissenswerten Fakten, die man sich im Hinterkopf mal behalten kann, um die Serie zu sehen und zu sagen, okay, guck mal, das ist gut zu wissen gewesen, der Punkt. Ne? Das ist ganz interessant. Jetzt komme ich aber noch auf ein kurzes Thema zu sprechen, und zwar andere Charaktere, nenne ich es einfach mal. Und zwar, es wird natürlich die Möglichkeit bestehen, dass wir außer Negan und Maggie noch andere uns bekannte Gesichter sehen. Also, wen man ausschließen kann, ist Daryl. Der ist raus, weil der ist potenziell zu der Zeit vielleicht schon auf dem Weg nach Paris, Französisch. Ne, wir wissen. Rick und Michonne könnten irgendwie am Ende quasi eine Verknüpfung bekommen. Potenziell auch durch CRM. Überhaupt das CRM könnte ich mir in der Serie gut vorstellen. Manhattan ist eine Riesenstadt und das CRM macht da eigentlich nur Sinn. Deswegen, das könnte gut sein, dass die da irgendwie mit involviert sind. Ich fände es echt langweilig, wenn jetzt quasi hier schon Rick irgendwie angespielt werden würde. Ich glaube es nicht, aber es wäre halt möglich durch, wie gesagt, CRM, Verknüpfung, ist ja überall und ne, Manhattan, große Stadt. Bla. Ich könnte mir aber auch gut vorstellen, dass hinter The Croat auch ein größerer Schurke beziehungsweise vielleicht auch das CRM oder ähnliche Organisationen stecken. Denn ich bin mir fast sicher, so wie The Walking Dead oftmals seine Bösewichte angeteased haben, haben wir quasi immer erst einen Vorbösewicht gehabt, so einen kleinen. Also die Whisper haben wir erst ohne Alpha gesehen und auch Negan. Sehr, sehr lange haben wir die Saviors bekommen, bevor wir überhaupt wirklich Negan gesehen haben. Könnte hier ähnlich der Fall sein, dass quasi der große Bösewicht, der hinter The Croat steht, vielleicht das CRM, mehr oder weniger die Verknüpfung ist, die diese 3 Spin-Offs, Fear the Walking Dead, beziehungsweise The Walking Dead World Beyond und die Originalserie verbinden, weil irgendwie ist das CRM statt jetzt überall. Bedeutet, vielleicht kann es sein, dass am Ende gesagt wird, okay, The Croat wurde vom CRM dahingesetzt, aber hier, ne, der hat Scheiß gebaut, ist ne, abtrünnig geworden und das CRM schaltet ihn vielleicht danach aus welchen Gründen auch immer, wodurch der Zusammenhang auf jeden Fall zur Rick und Michonne-Serie geknüpft wird und zum Teil auch zur Daryl Dixon-Serie, weil wir bedenken müssen, in Frankreich ist der Virus als erstes ausgebrochen. Dementsprechend wird das CRM in Frankreich definitiv auch vorhanden sein. Da gebe ich Gift drauf. Bin ich der festen Überzeugung. Und eine Sache, die wir definitiv sehen werden, oder ich hoffe es, sind weitere Walker-Varianten. Man hat jetzt schon herausgefunden, der Freerunner Walker, den wir aus dem Teaser-Trailer gesehen haben, ist gar kein Walker. Es ist halt ein Mensch, der entweder mit Blut eingeschmiert oder das Narben oder aufgeschnitten oder irgendwas war. Es ist auf jeden Fall ein Mensch. Naja, schade. So viel ist eine Walker-Variante schon mal weniger. Aber ich denke, wir werden welche sehen. Es ist ein Riesenstaat, es sind Riesenhorden. Es muss eigentlich sein. Aber das sind Sachen, da gehen wir erstmal später drauf ein. Ja, und am Ende war es das jetzt quasi mit diesem Vorbereitungsvideo. Also es sind so ein paar kleine Punkte, die man einfach nochmal aufgefrischt jetzt im Kopf hat, die man eventuell wissen muss oder wissen kann für jetzt Dead City. Und hier sei an der Stelle direkt erwähnt, ich werde definitiv die Serie gucken und ich werde definitiv zu jeder Folge ein extra Video machen. Das heißt, es kann passieren, dass das entweder ein Wochenendsvideo wird oder vielleicht einfach wie bei The Last of Us einfach mitten in der Woche dann einfach reingeschmissen wird. Das sehe ich halt, wie ich es dann von der Zeit her hinkriege. So, und da ja letztes Wochenende leider wieder ein Video ausgefallen ist, kann ich euch mit etwas überraschen. Dieses Video ist ja jetzt relativ früh rausgekommen für die, die es direkt gesehen haben. Ihr denkt euch gewiss, was ist denn da los? Ich sage, haha, es kommt diesen Wochenende 3 Videos und zwar dieses hier. Ein Video, was heute Abend veröffentlicht wird oder Nachmittagabend und ein Video auf den wunderschönen Sonntag. 3 Videos dieses Wochenende und eins davon ist auch ein weiteres The Walking Dead Video und zwar ein weiteres The Walking Dead Turnier Video. Das kommt am Sonntag. Da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Ich würde mich, wie gesagt, auch über Kommentare freuen. Einmal bezüglich Couch Comment, heißt Fragen gerne reinschreiben. Aber auch gerne, was ist eure Meinung zu Dead City? Seid ihr gespannt? Freut ihr euch? Was erwartet ihr vielleicht? Und denkt ihr vielleicht bei The Croat auch ähnliche Zusammenhänge mit Negan wären möglich, wie ich es in meinem Video jetzt hier gerade erwähnt habe? Lasst mich auf jeden Fall gerne wissen. Und natürlich auch ein Däumchen nach oben,
Würde mich auf jeden Fall freuen. Supportet den Kanal, ist ein halber Klick, sage ich mal. Und ne, hilft auch dabei, dass das Video vielleicht mehrere Leute erreichen. Ich würde mich sehr freuen und mich auch sehr bedanken im Vorhinein. Jetzt will ich aber nicht noch länger rumlabern und sage, ich bin an der Stelle raus. Wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video. Ich dann selbstverständlich auf derselben alten Couch. Aber bis dahin, wie gesagt, bin ich jetzt erstmal raus. Ciao.